Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr verehrte Vertreter und Vertreterinnen der Bundesregierung, ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung hier im Ausschuss für Gesundheit, wieder in einer Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit den Sachverständigen. Vorab möchte ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Sachverständigen bitten, sich über WebEx mit Namen anzumelden. Das ist auch gleichzeitig dann die Bestätigung für die Teilnahme. Das Mikro bitte ausgeschaltet lassen. In der heutigen Anhörung geht es um zwei Anträge zum Thema Notfallversorgung, nämlich um den Antrag der Fraktion der FDP, Notfallversorgung neu denken, jede Minute zählt, und den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, im Notfall gut versorgt, patientengerechte Reform der Notfallversorgung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, beide Antragsteller gehen davon aus, dass das System der Notfallversorgung in Deutschland reformiert werden muss. Die FDP fordert dazu unter anderem telefonisch und telemedizinisch erreichbare integrierte Notfallleitstellen, die eine zentrale Lotsenfunktion für die Patienten übernehmen. Darüber hinaus sollen integrierte Notfallzentren als zentrale jederzeit zugängliche Einrichtungen der medizinischen Notfallversorgung geschaffen und der Rettungsdienst als eigenständiger Leistungsbereich beim SGB V hinzugefügt werden. Bündnis 90 Die Grünen sehen es unter anderem als unerlässlich, dass die Ansiedlung von Notfallpraxen zur Versorgung ambulanter Notfälle an Krankenhausstandorten zwingend vorgeschrieben wird. Der Sicherstellungsauftrag für die integrierte Notfallversorgung soll auf die Länder übertragen werden. Weiter sollen integrierte Leitstellen etabliert werden, und die Bundesärztekammer soll darauf hinwirken, dass eine Fachärztin, ein Facharzt für Notfallmedizin eingeführt wird. Eine öffentliche Kampagne der BZGA soll die Bürgerinnen und Bürger über Strukturen und Hilfsangebote im Bereich der Notfallversorgung informieren. Das in aller Kürze über die Inhalte. Alles Weitere werden wir diskutieren. Bevor wir anfangen, kurz einige Informationen zum Ablauf. Die Anhörung dauert insgesamt 60 Minuten. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Größe der Fraktionen, und es geht immer eine Frage an einen Sachverständiger oder einen Sachverständigen. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Nur so können wir viele Fragen stellen und auch beantwortet bekommen. Die aufgerufenen Sachverständigen sollen vor der Beantwortung der Frage daran denken, ihr Mikrofon und ihre Kamera freizuschalten und sich mit Name und Verband vorzustellen. Sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie für uns auf dem Videowürfel hier im Saal zu sehen und zu hören. Des Weiteren bitte ich alle im Saal Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Ein Klingeln kostet 5 € für einen guten Zweck. Ich darf in diesem Zusammenhang noch einmal erinnern, dass wir also sehr diszipliniert waren, alle zusammen in den letzten Jahr. Sodass also jetzt ein Sonderaufruf gestartet worden ist, dass also für den guten Zweck auch ohne Telefonklingeln gespendet werden darf. Und interessierte Besucher haben die Gelegenheit, sich im Rahmen eines Kontingentes anzumelden und ohne Rede- und Fragerecht über WebEx an dieser Anhörung teilzunehmen. Nach dieser Sitzung wird das WebEx-Video in die Bundestagsmediathek eingestellt. Ich danke all denen Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Und wir beginnen jetzt mit den Fragen. Und die erste Frage stellt die FDP-Fraktion, Herr Professor Dr. Ullmann.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Tag, meine Damen und Herren. Meine erste Frage geht an die Einzelsachverständige, Frau Prof. Dr. Jakobsen. Und meine Frage lautet: Wie bewerten Sie den vorliegenden Antrag der Freien Demokraten? Vielen Dank für die Frage. Jochimsen, Sie haben das Wort. Danke, ich war zu schnell. Vielen Dank für die Frage. Den Antrag der FDP-Fraktion begrüße ich. Er ist anderthalb Jahre jetzt alt. Zu dem Zeitpunkt gab es großen Reformbedarf bei der Notfallversorgung. Und seit diesem Zeitpunkt hat sich an diesem großen Reformbedarf nichts geändert. Die derzeitige Dreiteilung der Notfallversorgung erschwert eine bedarfsgerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten, die Zuordnung zum ambulanten stationären Sektor. Bei gut einem Drittel der Patienten, die mit dem Rettungsdienst versorgt werden, ist keine Notfallindikation gegeben. Sie hätten auch gut ambulant versorgt werden können. Knappe Ressourcen werden so unnötig in Anspruch genommen und ökonomische Fehlanreize entstehen, indem beispielsweise Leerfahrten vergütet werden. Eine Aufnahme des Rettungsdienstes ins SGB V könnte zumindest Letzteres beheben. Die vorgeschlagene verbindliche Kooperation von Rettungsdienst und ärztlichen Bereitschaftsdienst in integrierten Notfallleitstellen ist deswegen nötig. In diesen integrierten Notfallleitstellen sollte nach bundeseinheitlichen Standards die medizinische Ersteinschätzung erfolgen, damit eine optimale patientenwohldienliche Allokation an die bedarfsgerechten Leistungserbringer, ambulant, stationär, Rettungsdienst, vielleicht aber auch Pflege- oder Palliativ-Care-Teams erfolgen kann. Die inzwischen eingeführte Software ESMED ist ein erster, aber noch kleiner richtiger Schritt in diese Richtung. Daneben brauchen wir auch die integrierten Notfallzentren an, in oder unmittelbar bei Krankenhäusern mit einer integrierten Anlaufstelle, ein Tresen, an dem die qualifizierte Ersteinschätzung erfolgt, und zwar von einer Person, die unabhängig von Interessen, von unmittelbaren Interessen eines der Stakeholders, also zum Beispiel des Krankenhauses, ist. Als Letztes würde ich gern die große Bedeutung aus meiner Sicht der digitalen Vernetzung hervorheben und dabei vor allen Dingen die elektronische Patientenakte, der eine wichtige Rolle zukommt. Sie soll beinhalten einen Notfalldatensatz, der im medizinischen Notfall von Rettungsdiensten benutzt werden kann. Und damit das funktioniert, muss die EPA flächendeckend vorhanden sein. Nur dann wird es den Rettungsdiensten in Stresssituationen zur Routine gereichen, diesen Notfalldatensatz auch abzurufen und zu benutzen. Und er muss wie die ganze EPA vollständig sein und nicht löchrig, damit auch eine qualifizierte, umfassende Einschätzung und damit Versorgung der Patientinnen und Patienten erfolgen kann. Frau Professor Dr. Jochimsen, eventuell bekommen Sie ja noch mal die Chance, Ihre Ausführungen fortzusetzen. Aber wir haben hier so eine 3-Minuten-Regelung. Die nächste Frage stellt Herr Dr. Dahmen von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Schwolker. Herr Schwolker, Sie sind Geschäftsführer einer der größten Leitstellen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im deutschsprachigen Raum und seit vielen Jahren mit außerordentlich viel Engagement und Erfahrung dabei, Leitsternpersonal auszubilden und Leitstellen modern neu zu organisieren. Meine Frage an Sie: Unser Antrag wie auch der Antrag der FDP zielt ja darauf, eine integrierte Leitstellenversorgung in Deutschland zu etablieren, wo insbesondere die Nummern der 116, 117 mit denen der 112 mindestens organisatorisch zusammengeführt sind. Inwieweit ist das sinnvoll und inwieweit ist darüber hinaus Reformbedarf im Bereich der Rettungsleitstellen? Herr Schwolker. Dankeschön, liebe Grüße aus Österreich. Ja, das ist alles dringend notwendig. Bei uns ist das schon lange gelebte Praxis. Wenn ich jetzt einen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich ziehe, bitte verstehen Sie das nicht despektierlich, aber bei Ihnen geht es nur um Leitstellenzusammenlegungen, um wo ist die Leitstelle, wer gewinnt, wer verliert. Und das ist genau nicht das Thema. Es geht darum, den Patienten zum Best Point of Service zu steuern. So ist unser Credo.
Und da geht es nicht darum, wer macht wo was, sondern die Leitstelle lenkt den Patienten dorthin, wo er hingehört. Wir haben so den Leitsatz, der Patient soll kriegen, was er braucht, nicht was er gern hätte. Und da ist es wesentlich, dass nicht der Patient wissen muss, wo er anruft, sondern dass die Leitstelle, das Callcenter, den Patienten dorthin lenkt. Und genau unter dem Zweck ist es natürlich völlig unumgänglich, dass man die Notrufnummern, die 116, 117, den ärztlichen Bereitschaftsdienst, alle in ein System holt. Die müssen nicht unter einem Dach sitzen. Die müssen nur in einem System arbeiten und anhand von klar strukturierten Algorithmen den Patienten dorthin kriegen, wo er hingehört. Und es nicht quasi vom Zufall abhängig machen, wo der gerade anruft, was für eine Art von Hilfe er kriegt. Also ja, Sie sind am richtigen Weg und das ist dringend notwendig, meiner Meinung nach. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich von der CDU-CSU-Fraktion. Ich richte meine Frage an den GKV-Spitzenverband. Wie ist Ihre Bewertung zu dem Vorschlag, den Sicherstellungsauftrag für eine integrierte Notfallversorgung auf die Länder zu übertragen? Herr Dr. Leber. Guten Tag, vielen Dank für die Frage. Für uns ist nicht so sehr die Frage, wer den Auftrag hat, sondern wer es erfüllt. Die Länder haben zum Beispiel auch den Auftrag, die Investitionen zu finanzieren, erfüllen es aber nicht. Insofern sind wir skeptisch, wenn hier ein Auftrag an die Länder weiter erfolgt. Ich glaube, es kommt darauf an, den bestehenden Auftrag bei der KV zu konkretisieren. Zu konkretisieren, dass auch in jedem Eingangsbereich eines Krankenhauses eine entsprechende KV-Notdienstpraxis da ist, damit wir unnötige Krankenhausaufenthalte vermeiden und dafür sorgen, alles, was fallabschließend behandelt werden kann, vor Ort im Krankenhausbereich durch die KV zu erledigen. Von daher keine weitere Übertragung eines abstrakten, nicht definierten Auftrags. Wie das konkret im Krankenhausbereich zu geschehen hat, sollte am besten durch den gemeinsamen Bundesausschuss definiert werden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dirk Heidenblut von der SPD. Vielen Dank. Meine Frage geht an den Deutschen Berufsverband Rettungsdienst e.V. Wir haben im Januar eine Novellierung des Notfallsanitätergesetzes vorgenommen, in der wir Regelungen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten von Notfallsanitäterinnen geregelt haben. Sie schildern in Ihren Stellungnahmen, dass es trotzdem weiteren Regelungsbedarf bzw. einer Klarstellung bedarf. Bitte schildern Sie uns die Hintergründe und um welche Klarstellung es sich aus Ihrer Sicht handelt. Herr Flanke. Ja, Frau Flake, Deutscher Berufsverband Rettungsdienst. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Umsetzung bei weitem noch nicht gelebte Praxis ist, dass es weiterhin häufig an den ärztlichen Leitern scheitert, dass da wohl auch noch Unsicherheiten herrschen, was den Paragraph 2a angeht. Wir haben zum Beispiel das Problem in Bayern jetzt gerade gehabt, dass Maßnahmen, die auf 2a beruften, ergriffen wurden und im Anschluss dann arbeitsrechtliche Konsequenzen folgten. Wahrscheinlich haben wir das alle der Presse verfolgen können, dieses Urteil aus Bayern. Und hier muss dringend nachgesteuert werden. Und vielleicht muss man auch den ärztlichen Leitern da noch eine gewisse Rechtssicherheit zugestehen, um dann das auch am Ende ins Leben zu rufen, damit wir den Patienten entsprechend helfen können. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg von der AfD-Fraktion. Ja, meine Frage geht an Dr. Reinhardt von der Bundesärztekammer. Herr Dr. Reinhardt, wie sehen Sie die derzeitige Situation der Notaufnahme? Welche Probleme, sofern vorhanden, sollten oder könnten sofort behoben werden? Und speziell dazu, was halten Sie von dem Ersteinschätzungsverfahren im GVWG-Gesetz, was ja vorgesehen ist, wenn ein Abfragemodul einfach so praktisch ja, zur Anwendung kommt? Könnte das auch Folgen für die Patienten haben, wenn dort nicht individuell nachgefragt wird? Vielen Dank. Herr Dr. Reinhardt. Ja, herzlichen Dank, Klaus Reiner, Bundesärztekammer. Die aktuelle Situation der Notfallversorgung ist ja im Wesentlichen, haben wir jetzt mehrfach schon gehört, davon gekennzeichnet, dass wir feststellen müssen, dass die Inanspruchnahme häufig nicht passgenau ist und insofern Ressourcen, die unter Umständen sehr hochrangig sind, für Dinge verwandt werden, für die sie nicht gebraucht werden. Also ich glaube, insofern ist es richtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Notfallversorgung neu organisiert werden kann. Die Integration der Versorgungsstrukturen ist sicherlich der Weg dahin. Wie weit die Integration geht,
muss, glaube ich, noch mal in Ruhe überlegt werden. Da finde ich, muss man alle Beteiligten, sowohl den vertragsärztlichen Notdienst wie aber auch der Notfallversorgung durch die Krankenhäuser, die Gelegenheit geben, das vernünftig miteinander zu erörtern und dafür zu sorgen, dass auch Verantwortlichkeiten, Haftungsfragen vernünftig auf der einen Seite geklärt sind, auf der anderen Seite sichergestellt wird, dass Patienten angemessen und ideal versorgt werden. Und in Bezug auf die Ersteinschätzung sind wir der Auffassung, dass automatisierte Ersteinschätzungsverfahren definitiv unangebracht sind und einem qualitätsorientierten Gesundheitswesen sicherlich gerecht wird. Sie können unter Umständen supportiv unterstützend mit eingesetzt werden, aber eine Ersteinschätzung hat definitiv auch unter beruflicher Erfahrung, ärztliche berufliche Erfahrung oder zumindest mal an berufliche Erfahrung auch anderen Notfallwesen verantwortlich tätiger zu geschehen. Und ich glaube, dass tatsächlich nur auf diese Weise gewährleistet werden kann, dass tatsächlich die Menschen, die Patienten, die sich an das Gesundheitswesen wenden, am Schluss dort landen, wo sie idealerweise versorgt werden sollen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie bewerten Sie die Forderung, die Leitung der integrierten Notfallzentren an die Kassenärztliche Vereinigung zu übertragen? Herr Dr. Gass. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Deutsche Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass. Wir lehnen eine solche grundsätzliche Zuordnung ganz klar ab. Wir können überhaupt nicht erkennen, welchen Grund und welchen Vorteil es für die Patientinnen und Patienten bringen soll, wenn ein Vertreter, eine Vertreterin der Kassenärztlichen Vereinigung oder eine beauftragte Person die Leitung einer integrierten Notfallaufnahme im Krankenhaus übernimmt, die im Wesentlichen mit den personellen und sächlichen Strukturen des Krankenhauses ausgestattet ist. Wir sind der Auffassung, dass diese integrierten Notfallzentralen und Notfallzentren, wenn sie denn geschaffen werden, von denjenigen geführt werden sollen, der sie letztlich auch insgesamt verantwortet. Das kann durchaus auch kooperativ erfolgen. Aber es gibt keinen Grund, hierfür eine grundsätzliche Regelung zu treffen, die quasi die Aussage trifft, die Strukturen des Krankenhauses sollen durch Vertretungen der kassenärztlichen Vereinigungen geführt werden. Das ist überhaupt nicht inhaltlich zu begründen. Und insofern weisen wir auch den Verdacht zurück, dass die Krankenhäuser und diese Notfallaufnahmen nutzen würden, um ihre stationären Kapazitäten irgendwie medizinisch nicht notwendig zu füllen. Dafür gibt es weder einen Beleg, noch kann der medizinische Dienst, der ja regelmäßig die stationären Aufnahmen auch prüft, dies entsprechend belegen. Insofern halten wir das für völlig unangemessen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ullmann. Die nächste Frage geht an die Björn Steiger Stiftung. Und zwar, der Antrag der FDP fordert einen eigenständigen Leistungsbereich im SGB V für den Rettungsdienst. Können Sie sagen, wie Sie dazu stehen? Herr Schreiner. Der Ulrich Schreiner, Björn Steiger Stiftung. Also auf jeden Fall begrüßen wir das, denn der Rettungsdienst hat sich weiterentwickelt und der Zusammenhang mit der reinen Transportleistung zur stationären Behandlung im SGB V passt einfach gar nicht mehr. Auch könnte man bei der Aufnahme im SGB V über das SGB V bundeseinheitliche Vorgaben für die Qualität des Rettungsdienstes machen, was heute ja komplett fehlt, weil wir haben einen völlig uneinheitlichen Rettungsdienst in Deutschland, also völlig anders der Rettungsdienst in Berlin als der in Stuttgart oder irgendwo auf dem Land. Und es täte dem Notfallpatienten mit Sicherheit sehr gut, wenn dann über auf Bundesebene Qualitätsvorgaben gemacht werden. Was zusätzlich halt auch dann kommen kann, ist, dass der Rettungsdienst ambulante Versorgung durchführen kann, zum Beispiel auch Partnerpraxen oder Hausarztpraxen anfahren darf, was im Moment eigentlich offiziell nicht geht. Und die Digitalisierung im Gesundheitsdienst, die jetzt ja durch Corona auch durchstartet und auch durch das Krankenhauszukunftsgesetz, bietet da sehr viele Möglichkeiten. Und es gibt ja auch in Hessen einen Versuch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, genau diese Partnerpraxen anzufahren und über die Leitstelle und die KV Patienten zu steuern. Und das wäre wirklich ein Argument für die Aufnahme des Rettungsdienstes als eigenständige Leistung im SGB V. Vielen Dank. Jetzt steigen die Linken in die Fragerunde ein. Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Deutschen Landkreistag, Herr Frese.
Da geht es auch nochmal um diese Frage integrierte Notfallzentren. Die FDP fordert ja, dass es unter der Leitung von der Kassenärztenschaft sei. Wie bewerten Sie die Forderung? Herr Frese. Ja, herzlichen Dank, Jörg Frese, für den Deutschen Landkreistag, Klinike Rheinberg. Ja, sehr kritisch. Herr Dr. Gass hat dazu eigentlich aus Sicht der Krankenhäuser schon alles gesagt. Ich will das nicht wiederholen. Es ist im Grunde gar kein Sinn darin zu erkennen, dass ein letztendlich klinikfremder Mensch das leiten soll, diese Organisationseinheit, und tatsächlich zusammenarbeitet mit lauter Personal aus dem Krankenhaus den ganzen Tag. Also insofern, das bringt keinen Mehrwert, sondern das ist eigentlich nur ein Hemmschuh für die Organisation. Insofern lehnen wir das ab. Danke. Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann geht meine nächste Frage an die Björn-Steiger-Stiftung, auch Herr Schreiner. Welche besonderen Probleme sehen Sie bei der Notfallversorgung von Kindern und welche Lösungsansätze sehen Sie da? Herr Schreiner. Ja, also Schreiner, Björn-Steiger-Stiftung. Kindernotfälle sind ja mittlerweile ein größeres Problem, weil durch die Privatisierung der Kliniken ja die Vorhaltung von Kinderbetten nicht mehr so lukrativ ist, und damit gibt es wirklich ein Defizit. Das heißt, man bräuchte eine bundesweite Planung für eine Versorgungsstruktur von Kinderkliniken und Notfallbehandlungen für Kinder und auf der anderen Seite eventuell über die Kinderarztpraxen eine Aktivierung. Genau die müssten dann auch vom Rettungsdienst angefahren werden. Allerdings müsste man gucken, wie die kinderärztliche Ausbildung ist, dass die auch eine entsprechende Notfallerfahrung haben, die Kinderärzte. Die können zwar in der Regel gut mit Kindern umgehen, aber Kindernotfälle sind auch manchmal selbst bei Kinderärzten nicht so die häufigsten. Wir wissen das von einem Kindernotarztsystem in der Pfalz, der oft seine Einsätze in Kinderarztpraxen erfährt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Dr. Dahmen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Dr. Polacek. Herr Dr. Polacek, Sie sind ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes in Berlin und gleichzeitig Mitglied des European EMS Leadership Network, dem Zusammenschluss der europäischen großen Rettungsdienste. Wenn Sie gerade mit dieser europäischen Perspektive auf den Reformbedarf in Deutschland im Bereich des Rettungsdienstes schauen, was muss sich ändern, damit tatsächlich Notfälle, die dann nicht mehr in den Rettungsstellen, in den Notaufnahmen behandelt werden können, durch den Rettungsdienst qualifiziert anders versorgt werden können? Herr Dr. Poloschek. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke für die Frage. Wenn man im europäischen Ausland schaut, dann fällt doch sehr auf, dass man massiv immer Schwierigkeiten habe, das deutsche System zu erklären. Die Sektorengrenzen sind der absolute Tod für ein gutes Notfallversorgungssystem. Das macht sich an vielen Punkten klar. Das geht los bei den Leitstellen. Da hat Herr Schwolka schon was dazu gesagt, irgendwie, dass wir immer noch darüber diskutieren, dass wir unterschiedliche Leitstellen haben und die nicht zusammenbringen. In den Leitstellen, die ich gut kenne, in Kopenhagen, in London oder so weiter, laufen die Nummern dort zwar mit verschiedenen Nummern, aber in einer Organisationsstruktur zusammen. Und das System kann entscheiden, wo der Patient hin muss. Des Weiteren ist es ein absoluter Irrglaube, dass wir dem Rettungsdienst einfach nur erlauben, die Patienten ambulant zu behandeln und damit die Notaufnahmen entlasten. Ja, wir entlasten vielleicht die Notaufnahmen mit dem einen oder anderen Patient oder Patientin, sorgen aber gleichzeitig dafür, dass der Rettungsdienst länger vor Ort sein muss, weil er sich um die Aufklärung kümmern muss, dass er eine abschließende Diagnostik machen muss, mit was möglich ist mit Telemedizin und so weiter, aber einen erheblichen zusätzlichen Ressourcenbedarf hat. Und deswegen brauchen wir unbedingt eine gemeinsame Betrachtung aller dieser Themen. Drittes Beispiel ist auch die Krankenhausplanung, die zu einer Versorgungsplanung erweitert werden muss, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich im Ausland gefragt werde, erzähle, dass wir in Berlin 6 Traumazentren haben, 16 Stroke Units und 25 Herzkatheter rund um die Uhr, dann fragen mich alle ausländischen Kollegen, sag mal nochmal, wie groß ist Berlin? Ach so, 3,5 Millionen. Warum braucht ihr da so viele Kliniken? Auf dem Land sieht es sicherlich anders aus, aber hier zu einer gemeinsamen Versorgungsplanung zu kommen, wäre eine absolute Notwendigkeit, und das wird nicht mehr gehen in den jetzigen Strukturen. Und auch letzter Punkt, der gemeinsame Tresen war ja ein großes Schlagwort. Irgendwie alles, was ich jetzt höre, scheint so zu sein, dass wir vielleicht noch einen gemeinsamen Tresen haben, aber dahinter sind wieder 2 Personen aus 2 Organisationen. Das wird nicht funktionieren. Gemeinsamer Tresen heißt ein Tresen, auch eine Verantwortung. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Dahmen.
Ja, eine Nachfrage dann auch anknüpfen, das ist jetzt mehrfach auch in anderen Beiträgen angeklungen. Also Patienten nicht im Krankenhaus zu versorgen, bedarf dann auch einer anderen Vergütungsstruktur. Inwieweit verstehe ich Ihre Aussagen richtig, Herr Dr. Policzek, dass letztlich eine Aufnahme des Rettungsdienstes ins SGB-5 Voraussetzung wäre, um ambulante Behandlungen, telemedizinische Behandlungen und auch neue Versorgungsformen durch andere als ärztliche Versorgungsleistungen dann über die Notfallrettung möglich zu machen. Herr Dr. Policzek. Ja, die Aufnahme als eigenes Leistungssegment ist sicherlich eine zwingende Voraussetzung, weil wir sonst Limitationen haben, die wir nicht anders bewältigen können. Aber allein mit der Aufnahme und nur mit dem Reinschreiben des Rettungsdienstes ist es nicht getan, sondern natürlich müssen sich die Vergütungsstrukturen dementsprechend dann orientieren an den alternativen Versorgungsmöglichkeiten. Und hier ist viel denkbar, als nur stationäre Aufnahme, ambulante Versorgung. Ich denke da auch an psychosoziale Hilfsdienste, die ganze Verknüpfung mit der Psychiatrie. Hier sehen wir einen enormen Einsatzzuwachs der letzten Jahre. Und hier glaube ich, dass es auch nicht nur qualitativ bessere, sondern auch effiziente, kosteneffizientere alternative Versorgungsformen geben muss. Vielen Dank. Bettina Müller stellt die nächste Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Wie kann gewährleistet werden, dass schwer erkrankte Notfallpatienten und Patientinnen in ein geeignetes Krankenhaus transportiert werden? Wie kann das sinnvollerweise geregelt werden? Und welches digitale System informiert den Rettungsdienst, dass der Patient auch aufgenommen werden kann? Herr Dr. Leber. Vielen Dank. In der Tat haben wir ein unglaubliches Defizit in Sachen EDV. Sie können heute am PC jede Chunke auf allen 7 Weltmeeren beobachten, wo sie herkommt. Aber ein Rettungswagen verschwindet vom Bildschirm, wenn er über die Kreisgrenze fährt. Das heißt, wir brauchen ein einheitliches System, einheitlich für alle Leitstellen, das dann Räte selber entscheiden, welche EDV angeschafft wird, ist genauso absurd, als wenn Landräte ihre eigene Arzneimittelzulassung machen. Dieses gehört einfach auf eine ordentliche höhere Ebene mit einheitlichen Anforderungen, die dafür sorgt, dass jede Leitstelle entsprechend sämtliche Rettungsmittel im Blick hat. Es gibt hoffnungsvolle Vorgänge wie IVENA, wo auch in Echtzeit das Krankenhaus mitteilen kann, ob es freie Kapazitäten hat und im Augenblick aufnahmebereit ist. Das heißt also, wir brauchen auf der einen Seite eine Definition vom richtigen Krankenhaus. Ein Schlaganfall muss halt in ein Krankenhaus mit Stroke Unit und nicht in irgendein Krankenhaus transportiert werden. Und zum Zweiten brauchen wir eine Echtzeitkommunikation per EDV, damit nicht wertvolle Minuten vergehen, weil der Rettungswagen umherfährt, um das richtige Krankenhaus zu finden oder telefoniert, um ein aufnahmebereites Krankenhaus zu finden. Das geht einher natürlich mit einer Verpflichtung der Krankenhäuser, auch in Echtzeit ihre sozusagen Aufnahmebereitschaft zu dokumentieren. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Monstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Bundesärztekammer. Wie bewerten Sie den Vorschlag, eine Fachärztin bzw. einen Facharzt für Notfallmedizin einzuführen? Danke sehr. Herr Dr. Reinhardt. Ja, herzlichen Dank, Herr Motschler, für die Frage. Wir würden feststellen, dass die Notfallmedizin im Wesentlichen ein interdisziplinäres Geschehen ist und erfordert also insofern eine hohe fachliche Spezialisierung, sowohl in den konservativen, als aber eben auch in den operativen Fächern. Und daher kann eine eigenständige Facharztidentität im Bereich der Notfallmedizin die fachspezifische Versorgung nicht ersetzen. Bei der Notfallversorgung handelt es sich um eine Querschnittsaufgabe, die typischerweise über eine Zusatzweiterbildung abgebildet wird und mehrere Facharztspezialisierungen offen steht und stehen muss. Für die präklinische Notfallversorgung existiert seit langem die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin, die bundesweit ca. 50.000 Ärztinnen und Ärzte führen. Und in der Weiterbildungssystematik ist die notfallmedizinische Kompetenz bereits breit abgebildet und unter anderem Inhalt der gebietsspezifischen Weiterbildung in vielen klinischen Fächern. Mit Beschluss vom 121. Deutschen Ärztetag 2018 zur Gesamtnovelle der Musterweiterbildungsordnung wurde explizit für die Notfallversorgung in interdisziplinären Notfallaufnahmen die Zusatzweiterbildung klinische Akut- und Notfallmedizin, die auf einem Facharzt in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung, zum Beispiel in den großen Fächern mit einem hohen Anteil an Notfallpatienten aufbaut,
neu eingeführt. Die Lösung über die Zusatzweiterbildung erlaubt eine hochqualifizierte und adäquate Erstversorgung und Initialtherapie sowie Lotsenfunktionen für eine anschließende fachspezifische Behandlung. In der Summe muss man sagen, sind wir also der Auffassung, dass die aktuelle Regelung, wie von mir jetzt dargestellt, eine ausreichende und auch sehr vernünftige Form von Notfallmedizin ermöglicht. Vielen Dank, Dietrich Schmolzert. Danke, Herr Vorsitzender. Auch meine zweite Frage geht an die Bundesärztekammer. Herr Dr. Reinhardt, vorgeschlagen wird zudem, dass die zeitweise Tätigkeit in einer Notfallpraxis als verpflichtenden Teil der Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin festzuschreiben. Wie ist Ihre Positionierung dazu? Danke sehr. Herr Dr. Reinhardt. Ja, also aus Sicht der Bundesärztekammer ist eine obligate Weiterbildungszeit für die Allgemeinmedizin in einer Notfallpraxis nicht erforderlich. Die Allgemeinmediziner sind vorrangig in der ambulanten Versorgung tätig und werden auch dort weitergebildet. Und damit in der Regel erste Ansprechpartner der Patientinnen. Und die Patientengruppen und Behandlungsfälle sind ohnehin vielfältig. Und die Ausgestaltung der Facharztweiterbildung orientiert sich an dieser Ausrichtung und befähigt insofern auch zu einer ersten Akutbehandlung im ambulanten Bereich. Auf Basis ihrer Weiterbildung sind Allgemeinmediziner neben der eigenen Praxis oder der Tätigkeit an der MFVZ daher erfolgreich auch jetzt schon in Bereitschaftspraxen, im mobilen Bereitschaftsdienst oder in Notfallpraxen an Kliniken tätig. Und es ist daher aus unserer Sicht nicht ersichtlich und notwendig, dass die derzeitige Weiterbildung in der Allgemeinmedizin mit nicht zu einer qualifizierten Akutversorgung befähigte. Also insofern halten wir die obligate Weiterbildungszeit in einer Notfallpraxis für nicht erforderlich. Frau Dittmar. Danke. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Sollte das Rettungswesen ein eigenständiger Leistungsbereich der gesetzlichen Krankenversicherung im SGB V werden und damit Teil des Gesundheitswesens? Ja, ich hoffe, dass im nächsten Koalitionsvertrag eine Grundgesetzänderung steht, die uns ermöglicht, dass das Rettungswesen Teil des Gesundheitswesens wird. Wir dürfen Rettungswesen nicht einfach nur als Transport begreifen, sondern die medizinische Sorge, die gesundheitliche Versorgung beginnt am Unfallort. Und dementsprechend müssen von da an auch unsere Regularien bringen, damit die Leute an die richtige Stelle kommen, damit wir ein gestuftes System in diesem Staat einführen können, was im Wesentlichen durch Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses gemeinsam konstruiert werden kann. Man kann nur einheitliche Systeme bilden, wenn auch bundesweit der entsprechende Zugriff erhalten ist und nicht jeder Landkreis meint, eine Sondersituation zu haben. Herr Spangenberg. Meine Frage geht an den Deutschen Feuerwehrverband, Herrn Weiler. Herr Weiler, Sie sind ja in der Regel mit und in vielen Fällen zuerst vor Ort, müssen dann koordinieren, auch mit den Rettungsdiensten. Welche Erfahrungen haben Sie in der Praxis, in der Problematik Notfallmedizin? Können Sie das mal kurz schildern? Vielen Dank. Herr Weiler. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Anträge, eine angelegte Systemänderung der Notfallversorgung, begrüßen wir grundsätzlich. Mit dieser Systemanpassung geht einher die Ausrichtung, dass die KV mehr in die Verantwortung der ambulanten Notfallversorgung gemacht wird und der Rettungsdienst in dieser Akutfälle entlastet wird. In fast allen Ländern ist der Rettungsdienst in der Trägerschaft der Landkreise und der kreisfreien Städte und eine tragende Rolle der Notfallversorgung und damit ein fester Bestandteil der Notfallabwehr. Mit der Übernahme des Rettungsdienstes SGB V als eigener Leistungsbereich greifen letztendlich hier die dort vorhandenen Mechanismen. Und dies bedeutet letztendlich eine Abkehr von der bisherigen Gebührenfinanzierung des Rettungsdienstes und eine Finanzierungsverschiebung hin zu den Kommunen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Wie beurteilen Sie den Vorschlag, ein einheitliches Vergütungssystem für den Bereich der gesamten Notfallversorgung zu etablieren, das die besonderen Versorgungs- und Vorhalteanforderungen berücksichtigt? Gehen Sie dabei gerne auf das bereits heute bestehende einheitliche Vergütungssystem für die ambulante Notfallversorgung ein. Herr Dr. Leber. Herzlichen Dank.
In der Tat haben wir schon ein gemeinsames Vergütungssystem. Der EBM gilt sowohl für die Krankenhausnotfallaufnahme als auch für die niedergelassenen Ärzte. Man braucht aber eventuell eine, sage ich mal, Überarbeitung in Ergänzung dieses Systems. Was nicht ordentlich abgebildet ist, das sind mehrstündige Beobachtungen. Ich nenne das mal eine Pritschenpauschale, wenn die Mittel eines Krankenhauses notwendig sind, aber trotzdem kein, sagen wir mal, eine Aufnahme sich aber nicht unbedingt anbietet. Dann brauchen wir eine bessere Abbildung in diesem System. Insofern würde ich mir eine Erweiterung des jetzigen EBM-Systems und vielleicht auch etwas mehr Pauschalierung in diesem Fall vorstellen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ullmann. Meine nächste Frage geht an die Björn-Steiger-Stiftung, an Herrn Schreiner. Wie bewerten Sie die Forderung nach integrierten Notfallzentren? Herr Schreiner. Ja, vielen Dank. Wir unterstützen das natürlich auch wieder, ist auch ja eine unserer Forderungen schon lange. Denn es passiert ja heute, dass ein Patient in einer Notdienstzentrale wartet, dann irgendwann behandelt wird und man stellt fest, er muss doch ins Krankenhaus, weil dort Röntgen, CT oder MRT oder Labor ist. Das heißt, er muss dann ins Krankenhaus gehen, wartet in der Notaufnahme. Das würde alles bei integrierten Notfallzentren entfallen, weil im Prinzip Labor, Röntgen, MRT, all die Geschichten des Krankenhauses mitbenutzt werden könnten. Fett für den Patienten einen riesen Vorteil. Der Herr Kwolke hat vorhin gesagt, auf der Leitstelle Best Point of Service, genau das wäre mit den integrierten Notfallzentren auch. Das heißt, es ist alles in der Nähe erreichbar, was der Patient im Bedarfsfall benötigt. Egal, ob er am Schluss als ambulanter Patient nach Hause geht oder in die stationäre Behandlung kommt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Harald Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht nochmal an den Deutschen Landkreistag. Herr Frese, Sie betonen in Ihrer Stellungnahme ja die Nähe des Rettungsdienstes zum Brand- und Katastrophenschutz. Da würde ich Sie bitten, das kurz auszuführen und vielleicht auch noch mal kurz Stellung zu nehmen zu den Aussagen, die es ja bereits gegeben hat, dass es besser sei, bundeseinheitliche Regelungen halt eben in der Notfallversorgung zu etablieren. Herr Frese. Ja, ja, herzlichen Dank, Herr Almerk, Herr Frese, Deutscher Landkreistag. Die Nähe zum Brand- und Katastrophenschutz gibt sich historisch aus der Zuständigkeit der Länder für das Ordnungsrecht. Und daher betreiben wir eben halt insbesondere unsere integrierten Leitstellen natürlich auch für alle drei Bereiche, was einfach sich auch kostenmäßig und auch inhaltlich bewährt hat. Wir sehen da im Moment keinen Grund, davon abzuweichen. Die Behauptung, es würde alles besser, wenn der GBA das regelt, Entschuldigung, Herr Hecken, Sie sitzen ja auch in der Runde, die teilen wir nicht. Natürlich gelten Standards, und zwar bundesweit einheitliche Standards für die Medizinerinnen und Mediziner, die im Einsatz sind. Denn es gibt medizinische Leitlinien natürlich auch für diese Einsätze, und die gelten natürlich, und zwar für jeden. Insofern wissen wir nicht, was es da einer zusätzlichen Regelung bedarf, ob die Hilfsfrist ein oder zwei Minuten länger oder kürzer ist, was einer der wesentlichen Unterschiede der Rettungsdienstgesetze ist. Das ist eben auch halt mit Topografie und Besiedlungsdichte und vielen anderen Faktoren zu tun. Und insofern jetzt gesetzgebungstechnisch wesentlich besser auf Landesebene angesiedelt, als wenn der Bund da irgendwie eine komplizierte Regelung schaffen würde. Insofern uneingeschränkt für den Status quo plädieren. Selbstverständlich gibt es Raumbedarf an der Notfallversorgung, aber sicherlich nicht an der Stelle. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Dahmen. Ja, ich würde die nächste Frage gerne an die Einzelsachverständige Frau Dr. Jona vom Marburger Bund richten. Wir haben ja gerade gehört, dass wir nach Ansicht des Landkreistags ein hochprofessionelles und funktionierendes System haben, was keinerlei Änderungen im Bereich der präklinischen Notfallmedizin bedarf. Ähnliches hört man ja auch teilweise in Bezug auf die stationäre Versorgung im Krankenhaus in der Notfallmedizin. Inwieweit sieht der Marburger Bund Änderungsbedarf in dem, was an integrierter Notfallmedizin zukünftig erforderlich wäre in der Präklinik oder in der Notaufnahme? Frau Dr. Jona. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Kollege Dahmen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sehen als Marburger Bund relevanten Änderungsbedarf. Wir mahnen seit vielen Jahren an,
dass die Notfallversorgung zusammengeführt werden muss. Und Herr Leber hat vorhin erwähnt, wie wichtig auch die fallabschließende Behandlung ist in der Notfallversorgung. Das ist richtig, denn wir wollen eben nicht, dass der Patient, der ärztlich gesehen wird, dann noch wieder zu anderen Ärzten geschickt wird. Das alles ist Ressourcenverschwendung. Wir brauchen die Vernetzung der Sektoren in diesem Bereich ganz besonders. Wir brauchen sie sonst auch. Und insofern ist eine gemeinsame medizinische Anlaufstelle wichtig. Das heißt dann aber auch, dass Ärzte tatsächlich vor Ort gemeinsam zusammenarbeiten, in der Regel am Krankenhaus, weil das nun mal die Stelle ist, die der Patient aufsucht. Und es muss sich orientieren an dem, was der Patient an Versorgung braucht. Und das heißt dann, dass es ganz einfach ist, die Patienten, und das wird bei der Notfallversorgung so oft vergessen, die besonders schwer krank sind, das ist sehr schnell klar, dem Rettungsdienst, dem Arzt, der Patient geht ins Krankenhaus. Und es gibt auch Patienten, bei denen sehr schnell klar ist, dass sie eben nur leichte Beschwerden haben. Aber dazwischen gibt es sehr viel Grau. Und das ist oft erst am Ende nach der Diagnostik in der Notaufnahme klar, dass diese Patienten ambulant verbleiben können. Das heißt, die Patienten brauchen die Ressourcen des Krankenhauses zur Diagnostik und können dann trotzdem ambulant verbleiben. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Patienten dann auch tatsächlich, und da kam ja vorhin schon der Vorschlag mit einer verbesserten Vergütung, dann auch dem Krankenhaus die Möglichkeit gegeben wird, diese notwendige Diagnostik dann auszumachen und trotzdem den Patienten nach dieser Diagnostik oder Überwachung nach Hause schicken zu können. Vielen Dank. Lothar Riebsam stellt die nächste Frage. Ja, und die Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie bewerten Sie den Vorschlag einer medizinischen Ersteinschätzung unter Nutzung von Algorithmen gestützter Systeme durch vom Krankenhaus weisungsunabhängige Kräfte? Herr Dr. Gass. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Riebsam, für die Frage. Gerald Gass, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wir begrüßen zum einen das, was auch in den Anträgen formuliert ist, nämlich dass im Rahmen dieser telefonischen Leitzentralen eine qualifizierte Beratung und Ersteinschätzung durch dort anwesende Personen erfolgt, die dann dazu führt, dass idealerweise eine gute und passende Steuerung in die entsprechenden Versorgungsstrukturen erfolgt. Die Personen, die dann im Krankenhaus beispielsweise in der schon vielfach angesprochenen integrierten Notfallzentrale ankommen, bedürfen im Krankenhaus nicht nochmal einem erneuerten Ersteinschätzungsverfahren, denn alle Krankenhäuser, die heute der Basisnotfallstufe zugeordnet sind, die der GBA ja entsprechend definiert hat, müssen im Rahmen ihrer Notfallaufnahme ein entsprechendes Ersteinschätzungsverfahren haben, was auch 24 Stunden und 7 Tage in der Woche sozusagen aktivierbar ist. Und insofern brauchen wir hier keine zusätzlichen ergänzenden Ersteinschätzungsverfahren. Wesentlich ist aus unserer Sicht tatsächlich die zunächst einmal zu erfolgende Steuerung im Rahmen der Erstkontaktaufnahme, wo der Patient den richtigen Weg zunächst einmal sucht und dass dort die erste Lenkung erfolgt in den Krankenhäusern selbst, in der interdisziplinären Notaufnahme oder in der integrierten Notfallzentrale. Ist die zusätzliche Etablierung eines solchen Verfahrens zumindest dann, wenn der Ort das Krankenhaus ist, nicht notwendig. Wie gesagt, alle Krankenhäuser verfügen über ein solches verpflichtendes Ersteinschätzungsverfahren. Danke. Vielen Dank, Herr Heidenblut. Ja, meine Frage geht auch an die DKG, Herrn Dr. Gass. Sie fordern auskömmliche Vergütung der Vorhaltekosten und ausreichende Investitionskostenfinanzierung. Ist letzteres im Rahmen der bestehenden Finanzierungsaufteilung GKV-Länder realistisch oder sollten hier andere Lösungen gefunden werden? Herr Dr. Gass. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Gerald Gass, Deutsche Krankenhausgesellschaft. In der Tat, wenn man über die Investitionsfinanzierung jetzt konkret und ausschließlich bezogen auf diese möglicherweise zu etablierenden integrierten Notfallzentralen und Notfallaufnahmen in den Krankenhäusern anspielt, müsste man wahrscheinlich andere Wege finden. Es gibt ja durchaus beispielsweise den Weg, der heute von einigen Ländern auch schon gewählt wird, über den Strukturfonds derartige Investitionen zu refinanzieren. Das würden wir durchaus begrüßen.
Wir haben in einigen Ländern so eine Art Investitionszuschuss, wenn die Krankenhäuser zum Teil gemeinsam mit den kassenärztlichen Vereinigungen sogenannte Bereitschaftsdienstzentralen in den Krankenhäusern einrichten. Aber ich glaube, wenn man hier eine generelle Regelung trifft, dass man derart integrierte Notfallzentralen schaffen möchte, integrierte Notfallzentren in den Häusern, dann müsste man eine konkrete Definition für die Investitionsfinanzierung finden. Der Strukturfonds, wenn er denn dauerhaft etabliert bleibt, wäre aus unserer Sicht ein geeignetes Instrument, was ja auch von beiden refinanziert wird, Bund und Länder. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Vielen Dank. Die Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wie ist Ihre Bewertung zu dem Vorschlag, den Sicherstellungsauftrag für eine integrierte Notfallversorgung auf die Länder zu übertragen? Herr Dr. Hofmeister. Ja, Stefan Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung, vielen Dank für die Frage. Es ist vorher schon mal angesprochen worden. Wir glauben nicht, dass die Übertragung des Sicherstellungsauftrags an der Ursache der Defizite in der Notfallversorgung irgendwas ändert, sondern wir glauben, dass die Vernetzung und die Nutzung der modernen digitalen Möglichkeiten, auch das ist vielfach schon angesprochen worden, eigentlich der Lösungsansatz ist. Vernetzung der F6, F7 und der 112, Vernetzung des Rettungsdienstes mit einer vernünftigen Integration der Leistungsfähigkeit der medizinischen auch des Rettungsdienstes. Partnerpraxen sind angesprochen worden und die weitere Optimierung der Kooperation mit den Krankenhäusern vor Ort. Ich darf sagen, dass wir ja schon an 800 Standorten in Deutschland bereits mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung an Krankenhäusern tätig sind. Und wir glauben, dass in dem Rahmen der Sicherstellungsauftrag und möglichst bundesweit relativ einheitlich auch erbracht werden kann und es nichts bringt, den zu dezentralisieren und jetzt in die Länder zu verlagern. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Ja, meine Frage geht auch an Herrn Dr. Hofmeister von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. In Ergänzung zu dem, was Sie eben gesagt haben. Sie haben in Ihrer Stellungnahme festgestellt, dass eine Notfallversorgung nicht dazu führen dürfe, bereits etablierte und funktionierende Strukturen auf eine neue Grundlage zu stellen. Vielleicht können Sie da noch mal ein Beispiel bringen. Und wie stellen Sie sich eine erfolgsversprechende Reform der Notfallversorgung vor? Und welche Ansätze würden aus Ihrer Sicht dabei in die richtige Richtung gehen? Vielen Dank. Herr Dr. Hofmeister. Ja, nochmal Stefan Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Das ist für uns eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass wir nicht so tun, als hätten wir hier eine katastrophale Notfallversorgung und nichts auf dem Hof. So ist es ja nicht. Wir haben sehr viel und wir haben vor allem endliche Mittel und vor allem auch endliches Personal, Fachpersonal in allen Bereichen, im Rettungsdienst, im medizinischen Bereich, ärztlich wie nicht ärztlich. Und die Ressourcen optimal einzusetzen, darum muss es gehen. Und genau zu schauen, an welchen Standorten ist eigentlich welche Vorhaltung zu welcher Uhrzeit machbar, sinnvoll, gewünscht und letztendlich auch mit Personal zu hinterlegen. Und das zu optimieren, wird maßgeblich davon abhängen, wie gut wir kooperieren, wie wir diese Sektorengrenzen überwinden. Und dazu dienen digitale Medien, vorher wurde es gesagt, die Leitstellen. Dafür müssen wir nicht neue Häuser bauen zwingend und alle in ein Haus setzen. Heute ist es digital möglich, so wie wir heute hier auch an verschiedenen Standorten wunderbar miteinander kommunizieren, zu kommunizieren in Echtzeit mit klarer Verfolgung, wer ist wann wo, wer hat wann wo, welche Zeit, welche Kompetenz. Dazu brauchen wir einheitliche, möglichst einheitliche Systeme. Daran wird zu arbeiten sein, da wird zu investieren sein. Man wird am einen oder anderen Standort sicher auch baulich was tun müssen, aber wir glauben nicht, dass es nötig ist, das Rad komplett neu zu erfinden. Denn ganz so desolat sieht es am Ende doch nicht aus. Vielen Dank, Frau Müller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Frage an die KBV. Sie wenden sich gegen die vielfach vorgeschlagene Zusammenlegung der Rufnummern 116, 117 und 112. Worin sehen Sie die konkreten Nachteile einer einheitlichen Notfallrufnummer und wäre der Aufwand zur Handhabung unnötiger 112 Anrufe ohne Lebensbedrohung nicht genauso hoch wie der Aufwand zur Einsatzlenkung bei einer einheitlichen Rufnummer? Herr Dr. Hofmann. Ja, vielen Dank nochmal für die Frage. Wir glauben nicht, dass es ein großer Vorteil ist, die Nummern zusammenzulegen, da wir sie technisch hinterher zusammenlegen können. Und die Bürgerinnen und Bürger haben, glaube ich, gut verstanden, dass es die 110 gibt und die 112. Und die 112 ist mit ihrem Hauptaugenmerk ja auch auf zum Beispiel Brandschutz, also auf Feuer.
auch schon ausgelastet. Und insofern ist es sinnvoll und auch zumutbar. Und die Erfahrung auch in der Pandemie zeigt, die 11.6, 11.7 wird immer mehr wahrgenommen als Nummer für, sagen wir, präklinische Notfälle. Und wenn sich das etabliert, dann ist das eine gute Maßnahme, die echte Notfallnummer, für den Opa liegt im Garten und ist blau, die 112 freizulassen. Ja, und die 11.6, 11.7 für alles, was nicht ganz so bedrohlich und lebensnotwendig und akut ist, das, glaube ich, ist zumutbar. Und wenn wir die technisch zusammenschalten hinterher, ist auch überhaupt kein Problem, weil mit einem Knopfdruck können wir an die Feuerwehr übergeben, die Feuerwehr an uns. Möglicherweise sitzt man sogar in derselben Leitstelle. Das ist also technisch überhaupt kein Problem. Vielen Dank. Michael Henrich. Ich richte meine Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Sehen Sie die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen den Portalpraxen und den Notaufnahmen der Krankenhäuser durch gesetzliche Vorgaben näher zu regeln? Und gehen Sie dabei bitte auf Ihre Erfahrungen aus der Praxis ein. Herr Dr. Gass. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Gerald Gass, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wir glauben nicht, dass es eine grundsätzliche bundesweite Regelung geben muss, wie Portalpraxen, also die Bereitschaftsdienstzentralen der kassenärztlichen Vereinigungen und Notfallaufnahmen der Krankenhäuser zusammenarbeiten. Wir glauben aber, und da unterscheiden wir uns durchaus von einer ganzen Reihe von anderen Positionen, die hier vertreten wurden, dass es Aufgabe der Länder sein muss, in den Regionen zu beleuchten, welche Versorgungsangebote, welche Versorgungsmöglichkeiten für die ambulante Notfallversorgung existieren und dann entsprechend aus den Möglichkeiten auszuwählen, wer die Aufgabe in der Region jeweils übernehmen sollte. Natürlich auch unter festgelegten Qualitätsbedingungen, Erreichbarkeitsbedingungen und Ähnlichem. Und dann ist es Aufgabe dieser Akteure vor Ort, sich entsprechend zu organisieren. Das passiert in vielen Bundesländern schon. Herr Hofmeister hat ebenfalls darauf hingewiesen. Wir haben vielfach durchaus sehr funktionierende und vertrauensvolle Zusammenarbeiten zwischen Krankenhausstandorten und kassenärztlichen Vereinigungen. An anderer Stelle macht es der eine für sich ganz alleine für die Region oder der andere. Aber wir brauchen, glaube ich, keine und nach unserer Auffassung keine Definition und Fixierung einer Form von Zusammenarbeit, die sich in den Ländern und in den Regionen zum Teil sehr gut und konstruktiv bereits entwickelt hat, sondern wir müssen klarstellen, welche Aufgaben zu übernehmen sind. Und das muss natürlich dann auch von Kooperationsstrukturen erfüllt werden. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ulmer. Ja, meine nächste Frage geht ebenfalls an Herrn Dr. Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wie bewertet die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Forderung der FDP nach einer verbesserten telefonischen Beratung und eine Zusammenführung der Leitstellen zur Optimierung der Patientensteuerung? Sehen Sie weitere Defizite auch, oder meine Zusatzfrage gilt, sehen Sie weitere Defizite in der Patientensteuerung? Herr Dr. Gass. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Ullmann, Gerald Gass, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wir halten das tatsächlich für den ersten und wichtigen Schritt und notwendigen Schritt, dass im Rahmen der telefonischen Erstkontaktaufnahme des Patienten, der Patientin mit einer entsprechenden Leitstelle eine qualifizierte Beratung zum einen stattfindet, was konkret wahrscheinlich vorliegt, um dann die entsprechende Vorselektierung und Steuerung vorzunehmen. Und wir sehen natürlich auch die Notwendigkeit, dass diese Leitstellen dann in der Lage sein müssen, auch dem Patienten entsprechende Angebote zu machen. Damit meine ich beispielsweise, dass im Rahmen der üblichen Sprechstundenzeiten diese Leitstellen in der Lage sein müssen, vermeintliche, wirkliche ambulante Notfälle, die keinen größeren und schwierigeren Behandlungsbedarf haben, dann in freie Slots von niedergelassenen Arztpraxen zu integrieren, damit diese eben nicht in den Krankenhäusern und in den Notaufnahmen der Krankenhäuser ankommen, sondern diese Selektion dann auch tatsächlich funktioniert. Denn nur dann wird ein Patient oder eine Patientin eine solche Steuerung auch akzeptieren, wenn man dann auch ein entsprechendes, konkretes Angebot macht. Also das halten wir für eine ganz wichtige Maßnahme. Wie das technisch dann gelöst werden kann, dafür gibt es sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wir glauben, es ist wichtig, dass der Patient eine telefonische Anlaufstelle hat, die qualifiziert erst einschätzt, berät und dann entsprechend steuert. Vielen Dank. Dietrich Mundstein.
Danke, Herr sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich noch mal an die Bundesärztekammer. Herr Dr. Reinhardt, wie ist Ihre Einschätzung zu dem Vorschlag, ein bundesweit unverbindliches Heilberufegesetz zu schaffen, das eigenständige Befugnisse der Notfallsanitäter, Pflegekräfte und anderer Gesundheitsfachberufe gesetzlich festlegt und dabei an die Regelungen zur Aus-, Weiter- und Fortbildung für den Berufszugang anknüpft? Danke sehr. Herr Dr. Reinhardt. Herr Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer, herzlichen Dank, Herr Munscher, für die Frage. Also auf den ersten Blick klingt es vielleicht verlockend, die Regelung aller Heilberufe in einem allgemeinen Heilberufegesetz zusammenzufassen. Das klingt bürgerfreundlich und verspricht leichtere Lesbarkeit. Aber genau das waren auch die Ziele, die man seinerzeit mit dem Sozialgesetzbuch mal verbunden hat. Und ich muss Ihnen als Abgeordneter des Gesundheitsausschusses nicht sagen, dass beim Sozialgesetzbuch das nicht wirklich gut gelungen ist. Es ist das Gesetz, das mit am häufigsten geändert worden ist in Deutschland und bei weitem nicht das Verständlichste. Und insofern, das Sozialgesetzbuch setzt auf den berufsrechtlichen Regelungen auf und modifiziert sie in weiten Teilen. So darf ein Arzt als Vertragsarzt nicht selten weniger Leistungen erbringen, als er im Studium und sich dann anschließend Weiterbildung erlernt hat und beherrscht. Für viele sogenannte genehmigungspflichtige Leistungen benötigt er zusätzliche Qualifikationsnachweise und auch ein Physiotherapeut benötigt, wenn er bei Kassenpatienten manuelle Therapie bringen will, eine Zusatzqualifikation. Also darum lautet die These, dass man mit einem allgemeinen Heilberufegesetz gar nicht das erreichen kann, was die Antragsteller wollen, nämlich Klarheit darüber, wer im Gesundheitswesen was machen darf und kann. Und nebenbei, die Regelungen zum Berufszugang sind bereits jetzt bundesweit verbindlich. Und daher sehe ich Nachbesserungsbedarf an dieser Stelle eher bei den Heilpraktikern, die aber bekanntlich gerade kein Heilberuf sind und nicht den Berufszugangsregeln unterliegen, die nicht nur wir uns vorstellen. Also insofern sind wir der Auffassung, dass eine Gesetzesinitiative in diesem Sinne uns an dieser Stelle nicht weiterführt. Vielen Dank. Sabine Dittmar. Ja, danke. Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wie sollte Ihrer Vorstellung nach der Betrieb der integrierten Notfallzentren vertraglich und organisatorisch geregelt sein? Wem sollte die Leitung obliegen? Herr Dr. Hofmeister. Ja, Stefan Hofmeister von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Vielen Dank, Frau Dittmer, für die Frage. Wir sind da im engen Dialog und im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Denn die Frage ist, wenn man räumlich an einem Ort ist, was es ja an vielen Orten, wie gesagt, schon gibt, viel mehr, dass es nur einen Eingang geben darf. Zurzeit haben wir oft die Situation, dass wir eine ärztliche Bereitschaftspraxis haben, die zentrale Notaufnahme haben und der Patient kann sich die Tür raussuchen, zu der er reinkommt. Und Herr Schreuker hat ganz am Anfang gesagt, es sollte nicht der Patient sein, der raussucht, wo er hingeht, sondern wir sollten ihn steuern, weil wir wissen, welche Ressource am besten ist. Das heißt also, ein Eingang und an dem Tresen, an diesem gemeinsamen Tresen muss gesteuert werden. Und dann hängt es von der Uhrzeit ab, wer ist da, um wie viel Uhr, welche Vorhaltung sind. Wenn nachts nur drei Leute kommen, wird dort nicht ein einzelner Arzt die ganze Nacht sitzen müssen. Das macht keinen Sinn. Umgekehrt, wenn das eine Region ist, die hochfrequentiert ist, in der viele traumatologische Notfälle sind, dann muss dort sicher ein Chirurg sein, dann wird das Krankenhaus mehr belastet sein. Ich will damit sagen, wir brauchen einheitliche Standards, aber, und das ist häufig so in Deutschland, regionale Variabilität, um reagieren zu können. Und wir brauchen in den Großstädten eher eine Konzentration, weil wir dort natürlich nicht an jedem Krankenhaus, Berlin wurde vorher schon genannt, sowas machen können. Dafür fehlen einfach die Ressourcen. Und wir brauchen in manchen ländlichen Regionen eine Verstärkung sowohl der Leistungsfähigkeit des Krankenhauses als auch der Vertragsärzte. Und deswegen ist für uns die Frage, wer das leitet, insofern eher nachrangig, wenn geklärt ist, wie die Kriterien und die Konditionen bei der Auswahl der Patienten, also bei der Triagierung sind sozusagen. Das ist entscheidend, dass da der Standard gesetzt wird, dass klar wird, was ist ambulant zu behandeln und was muss stationär behandelt werden. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an den Deutschen Berufsverband Rettungsdienst, Herr Flanke. Es geht ja, das haben wir jetzt gehört, oft um die richtige Zuweisung von Patientinnen in die entsprechenden Versorgungsstrukturen. Welche Rolle hat dabei der Rettungsdienst bei dieser Lotsenfunktion und welche Rolle könnte er darüber hinaus haben? Herr Flanke. Ja, Frau Flanke, Deutscher Berufsverband Rettungsdienst. Ja, letztendlich ist es so, dass wir das Problem haben, dass häufig eine Transportpflicht besteht oder zumindest von den ärztlichen Leitern vor Ort erlassen wird und wir somit grundsätzlich immer transportieren müssen. Und hier würden wir uns natürlich eine ganze Menge mehr an Auswahl wünschen. Das darf aber am Ende nicht dazu führen, dass Wege länger werden. Also wenn wir an integrierte Notfallzentren etc. oder Portalpraxen, was auch immer,
denken, dann muss das natürlich auch in kürzester Zeit erreichbar sein. Sonst haben wir wieder ein anderes Problem, nämlich dass wir deutlich mehr Rettungsmittel brauchen, weil sie dann aus dem eigentlichen lokalen Geschehen raus sind. Das ist so ein bisschen unser grundsätzliches Problem. Und natürlich die Tatsache, dass wir häufig Patienten transportieren, die eigentlich überhaupt nicht in eine Klinik müssen. Und hier brauchen wir Systeme, um hier zu entlasten. Und das ist heute schon oft genug gesagt worden. Wir brauchen die sektorenübergreifende Zusammenarbeit. Ansonsten werden wir mit allen Aufgaben, mit allen Dingen, die da noch kommen mögen, womöglich scheitern. Vielen Dank. Letzte Frage, Herr Dr. Dahmen, und dann kommen wir fast pünktlich ins Plenum. Meine letzte Frage geht an den Bundesverband der ärztlichen Leiter Rettungsdienst, Professor Lechleutner. Professor Lechleutner, ich würde gerne fragen wollen, es ist würde gerne noch fragen mal, wollen, es ist vorhin noch mal. Das Mikro ist auf. Also meine Frage an den Bundesverband LRD ist, vorhin ist noch mal sehr kritisch angesprochen worden, dass doch im Grunde genommen heute alles gut funktionieren würde, insbesondere in der Patientensteuerung von unterschiedlichen Leitstellen, die Unterschiedliches tun. Inwieweit sieht der Bundesverband der ärztlichen Leiter Rettungsdienst hier eine Notwendigkeit der stärkeren Verzahnung von 116, 117 mit der 112, um Patientensteuerung wirklich vornehmen zu können? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Dr. Dank, Herr Professor Dr. Dr. Ja. Herr Vorsitzender, Herr Dr. Dahmen, vielen Dank für die Frage. Der Bundesverband der ärztlichen Leiter Rettungsdienst sieht aus der täglichen Praxis die Notwendigkeit der besseren Verzahnung der Rettungsleitstellen und der 116, 117. Es gibt zahlreiche Projekte, die das bereits realisieren. Und zwar sowohl in digitaler Form, dass sie eben getrennt sind, oder eben auch, wie der Dr. Hofmeister vorhin schon sagte, in gemeinsamen Leitstellen und so weiter, weil dann eben nicht mehr der Patient entscheiden muss, was ist das Richtige für mich, sondern weil dann die Fachleute in den jeweiligen angerufenen Zentren sozusagen durch strukturierte Fragen, das SMED-System ist schon genannt worden, herausfinden, einheitlich herausfinden, dort, wo es möglich ist. Was ist das geeignete Mittel für diesen Patienten? Kann es ein Hausbesuch sein? Soll er in eine Praxis gehen? Muss der Rettungsdienst kommen? Und dadurch können, wie soll ich sagen, Fehlsteuerungen oder Mehrfachalarmierungen vermieden werden. Und wie gesagt, ich verweise nochmal auf die bestehenden Modellprojekte, die das eigentlich eindrucksvoll zeigen. Und die auch durch Auswertung gezeigt haben, dass die Überlappung gar nicht so groß ist, sondern dass es eben in einem bestimmten Bereich, die Frau Jon hat das vorhin als Graubereich bezeichnet, dieser Graubereich muss eben dann durch Standards und Struktur beleuchtet werden und dann auch entschieden werden. Und dann ist das eine Verbesserung insgesamt. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Man sieht, dass sich alle dem jeweiligen Thema sehr gut anpassen können. Wir haben lange nicht mehr so viele Fragen und Antworten bekommen in einer Stunde. Man sieht, Notfallversorgung, Problem erkennen, schnell handeln, hat sich auch übertragen auf diese Anhörung. Außerdem vielleicht haben das die Sachverständigen nicht so sehen können. Wir tagen hier im Sitzungssaal des Landwirtschaftsausschusses unter einer Erntekrone. Und diese Erntekrone hat uns immer daran erinnert, dass wir irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, wer von den Verbänden oder von den Akteuren den Hut aufhaben wird bei der Notfallversorgung. Und deshalb haben wir jetzt die Sommerpause und können uns dann anschließend darauf vorbereiten, hier Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag. Also, Wiedersehen.